Gut, da sind wir dann also wieder auf Datomir. Schauen wir mal kurz auf die Karte. Elf von 16 und 2 von 4. Ich glaube, damit bin ich im Allgemeinen schon zufrieden. Ich denke mal, hier drin werden auch noch welche sein. Dann gehen wir mal direkt zu unserem Hauptmissionsziel. Kommt hier wieder das verrückte Vieh? Ja. Aua. Ah. Achso, war schon tot. Gut. Nach oben. Hui. Im Laufen angreifen. Super. Kann man echt nicht meckern. So, hier wieder zwei Typen. Hecki Bitch, Hecki Bitch. Er flieht! Hecki Bitch, tu ich nicht. Verhindert, dass er sich bewegt! Bereit zum Bam! Ach, jede Spinne ist schon schön. Oh nein. Der Fremde ist unter uns! Hey. Oh. Jetzt. Ich werde meine Brüder rächen. Und jetzt. Gut, weiter. Genau hier. Hey, der Wanderer ist weg. Wo ist denn der alte Mann? Die genau. Brüder der Nacht ihn geholt? Brüder, ein Fremder! Aua! 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 Au! Scheiße! Hey, bitte! Jetzt reicht's aber mal! Komm, Brüder! Ja, jetzt! Boah! Kann ich einen Stim kriegen, BD? So, wo sind wir denn hier? Muss das Grab sein. Beim Grab, okay. Aber erstmal umschauen. Da ist wohl nichts. Andere Richtung. Da geht's noch irgendwie lang. Nein! Nein! Wirklich? Schon wieder so ein Mini-Boss-Kampf? Dass der so oft angreifen muss! Jetzt, BD! Oh! 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 Nochmal! Rüber, BD, ein! Überlegen. Er greift viel an. Also. Jetzt. Nein. Doch. Nein. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Oh, komm. Eieieiei. Au, hat er mich erwischt. Scheiße. Oh, scheiße. Oh, hier oben. Oh, nee. Stimmt, gleich habe ich ihn. Gleich habe ich ihn. Jetzt. Nein. Brauche Unterstützung. Abgehen. Doch, habe ich. Aber lass ihn erstmal. Jawolla. Errungenschaft freigeschaltet. Legendäre Bestien. Boah, Nidag Alpha.
Starke Gliedmaßen können nicht abgetrennt werden. Verteidigung gegen mehrere Paraden. Und der lange Text, den ich immer vergessen habe. Bei Jedi Survivor, dem zweiten Teil, werde ich auf jeden Fall ein bisschen mehr lesen. Da drüben ist eine Kiste. Oh. Okay. Nehme ich. Hey BD, siehst du mal an. Oh, hier. Die Aussicht. Was ist es, BD? Ein BD-1-Skin. Ach komm, machen wir einfach. Myrmidon. Wir müssen da hin, okay. Jawoll. Oh, wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen? Lass mich durch! Lass mich durch! Ich habe keine Heilung mehr. Aber oh, die sind alle tot, oder? Oh. Oh. Das war jetzt. Bisschen eklig. Da ist ja noch eine Kiste. Ecken. Willst du mal reinsehen? Na klar, Villa. Oh, du hast was gefunden. Neues Poncho-Material entdeckt. Okay. Wäre schon fast so hoch gekommen, ohne Klettern. Oh Gott, ich hab Angst. Ein bisschen Angst habe ich. Da hoch. Hier ist noch eine Kiste. Ja, und los geht's. Ja, sehen wir es uns an. Neues Outfit. Oh, war bestimmt nicht so geplant. Dass man hier hoch kann, aber nehme ich. Und nehme ich. Da geht's auch nochmal hoch. Und da unten kommen wir wieder zurück. Na, hier ist der Bosskampf gewesen. Ah, ja, ja. Noch ein Stimpack. Heißen die überhaupt Packs? Habe ich schon erwähnt, wie großartig das ist? Weil du es auch bist. Na. Oh. Stimbehälter. Okay, jetzt haben wir wieder neun. Komm mir wieder rein. Gut, ab ins Grab. Sollte die Tür hinter mir zugehen? Oh, noch eine Kiste. Wollte sagen, hier ist bestimmt noch was zum Scannen. Zeig mal, was du gefunden hast. Neue Mantis-Lackierung erhalten. Schmuggler. Klingt cool. Ja, nimm wir. Bisschen Standard, aber. Mein Freund, wir suchen ein Astrium und befinden uns in Kuchets Grab. Es ist abgelegener als erwartet. Der Zugang war anscheinend schon zu den Zeiten der Zepho geheim. Ein Kontrast zu dem prunkvollen Grab von Mithril. Und kein Willkommener. Die Schwestern der Nacht von Datomir gewährten mir Zugang. Sie warnten mich gleichzeitig aber auch, hier war etwas Dunkles. Ich kann es fühlen. Ich kann es fühlen.
reagieren. Hier ist was Dunkles. Ich kann es fühlen. Weg damit. Was immer das war, es ist weg. Und jetzt? Kann ja speichern. Konnte ich vorher nicht, oder? Gut, dann gucken wir mal kurz auf den Fähigkeitenbaum. 2 Fähigkeitenpunkte. Das ist cool. Ja, das ist eigentlich auch cool. Maximales Leben ist mir jetzt momentan noch nicht so wichtig. Sprintattacke. Ja. Ja. Obwohl ich bisher noch nicht so zufrieden bin mit dem Lichtschwertwurf. Ich mache erstmal den hier. Präzisionsausweichen. Das klingt cool. Gegner kurzzeitig verlangsamen. Hier in dem Video sieht es aus, als würde ich mich verlangsamen. Okay. Das war der Plan? Hey, Klonsoldat. Lust auf eine Revanche später? Ja, jederzeit. Klingt gut. Gehst du zum Training? Immer. Okay, dann sehen wir uns später. Tschüss. 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 Das heißt, wir kriegen bald neue Befehle. Endlich. Ich bin froh, wenn ich hier wegkomme. Ihr verlassen Bracca? Könnte sein. Mach ihm keine falschen Hoffnungen mit solchen Gerüchten. Schon okay. Ich glaube, sobald's Meister Tapal sagt. Apropos dein Meister. Ja, ich gehe besser. Kann ich mein Laserschwert? Nee. Kann ich noch nicht benutzen. Du hast es aber eilig. Meister Tapal hat mich zum Training gerufen. Du schaffst das, Junge. Jawolla. High five. Und da sind wir wieder im Trainingsraum. Meister Tapal. Padawan, Zeit für deinen Unterricht. Ja, Meister? Du musst uns erreichen und lass mich nicht fahren. Alles klar. Gut. Ja, sorry, sorry. Ich komme gleich. Beeilung, Kerl. Ja. Sieht doch so aus, als könnte ich da drin durchgehen, oder? Ach, die stehen hervor. Ach so. Okay. Ich komme, Meister. Du bist fast da. Was? Oh. Cool gemacht. Wirklich cool gemacht. Wow. Echt viel, Commander. Fokussieren.
Voll konzentriert hättest du diese Ablenkung vorausgeahnt. Besser, Padawan. Komm zu mir. Ich hab das doch... Naja, nicht vorausgesehen, aber ich hab's abgewehrt. Wir werden mit einer Aufwärmübung beginnen. Doch zuerst haben wir Befehle. Braka ist gesichert. Schon bald rücken wir nach Mygeto aus. Ja. Du musst... Meister, seid ihr okay? Irgendwas stimmt nicht. Nein, nein! Was geht hier vor? Warum war der Commander? Padawan, etwas Schreckliches ist im Gange. Die Klone haben uns hintergangen. Deine Fragen müssen warten. Es ist keine Zeit. Wir müssen sofort das Schiff verlassen. Schnell! Zu den Rettungskapseln. Und nimm die Wartungsgänge. Wir haben das trainiert. Erinnerst du dich noch? Ja, Meister. Und was wird aus euch? Ich sorge für Ablenkung und komme dann wieder. Wenn ich bei deiner Ankunft nicht da bin, geh ohne mich. Wir sehen uns auf Braka wieder. Hast du das verstanden? Ja, Meister. Sie kommen. Ich werde zwar die Drucktüren schließen, aber wenn sie dir begegnen, darfst du keinesfalls zögern. Geh. Möge die Macht mit dir sein. Möge die Macht mit dir sein. Geh. Los! Da ist er. Er schießt ihn. No. Nein, halt! Okay, 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 okay. Aua! Ihr Klone! Was macht ihr? Wir brauchen Verstärkung. Ich muss dran ziehen, um durchzukommen. Das ergibt keinen Sinn. Fast selbst erschlagen. Was ist hier los? Können wir den Jedi sehen? Der Kleine ist verschwunden. Sucht überall. Er kann nicht weit sein. Luft wieder aus. Hey, was war das? Haltet die Position. Ich sehe nach. Und wo reden die eigentlich? Meldet Verluste. T'Pol hat mehrere Trupps ausgeschaltet. Sofort schießen. Verstanden. Ich versteh's nicht. Was ist passiert? Was war das? Da ist wer in den Wartungsgang. Was? Gar nicht. Ich glaube, hier ist der Turbolift. Danach ist es nicht mehr weit. Okay. Alter. Alter. Also runter sollten wir vielleicht nicht. So, wo soll ich hinschwingen? Das war sowieso falsch, wa? Das war voll falsch. Ich muss nämlich da dran. Jawolla. Ich hab nicht Kontakt zu dem kleinen Padawan. Hast du gar nicht. Klappe. Hab ich voll heimlich hier. Ich schaff das. Ich darf nur nicht stehen bleiben. Bewegt. Schalte den aus. Dann holen wir uns Support. Oh. Nein. Hell. Padawan, dein Lichtschwert! Ja. Weiter klettern, wir treffen uns vorne. Echt mal, das Wichtigste von einem Jedi. Weiter klettern? Weiter klettern? Weiter. Achso, hier. Einfach ran. Ich dachte, das wäre wieder das Seil von unten. Jawolla. Ui. Jawoll. Direkt vor uns ist ein Override. Du musst ihn aktivieren, wenn wir fliehen wollen. Ja, Meister. Okay. Schickt Verstärkung.
Jaro kontrolliert auf der anderen Seite der Tür? Ja, aber er kommt nicht durch. Es dauert zu lange, die Türen mit dem Lichtschwert aufzuschneiden. Wir warten hier, bis er umstellt ist. Hört ihr das? Bereit machen! Wie gechillt er mit seinem Laserschwert umgeht. Los, Padawan, wir müssen sofort weg. Wie krass der drauf ist. So ganz gechillt so. Oh. Die Türsteuerung! Können wir fliehen. Der Krieg ist nicht vorbei, mein Padawan. Halte die Stellung. Warte auf das Signal des Rats der Jedi. Und vergiss nicht, vertraue nur der Macht. Ja, Meister. Es ist Zeit für die Ausbildung. Was? Was? Nein. 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 Meister, ich will nicht gegen du euch kämpfen. Du wirst immer schwach sein. Boah, du Arschloch. Okay, ich bin schwach. Warum greifst du mich an? Immer noch Angst vorm Kampf. Gar nicht. Dein Wille ist schwach und du hast keine Disziplin. Au. Schwache Vorstellung. Hier. Mein Blut an deinen Händen, mein Schüler. Du bist ein Versager. Ein Schwächling. Ein Verräter. Du bist kein Jedi. Nichts. Das ist kaputt, BD. Danke. Lass uns verschwinden. Ich kann's nicht erklären. Vielleicht verstehe ich's nicht mal. Ist es nicht nach Plan gelaufen? Ich hab dich ja gewarnt. Lass mich allein. Wie bitte? Allein lassen? Verloren? Und schutzlos in dieser gefährlichen Welt. Niemals. Okay, jetzt ist genug. Wer seid ihr wirklich? Taran Malikos. Ehemaliger Jedi. Genau wie du. Wir haben so viel gemeinsam. Das bezweifle ich. Oh? Wir haben die Auslöschung überlebt. Meine Truppen haben mich verraten. Ich war gezwungen, ihnen das Leben zu nehmen, und dann bin ich geflohen. Zu diesem einsamen Ort. Die Dunkelheit!
Sie verschlang mich fast. Aber ich widerstand. Ich glaube, du bist ein bisschen krank. Ihr seid der, dem die Brüder der Nacht folgen. Ja. Oh. Aber diese Wilden, sie respektieren allein die Stärke. Und wir wissen beide, die Macht ist eine enorm starke Verbündete. Nein. Nein, ihr nutzt die Macht nur eigennützig, missbraucht sie. Das widerspricht dem Prinzip hier. Es sind dunkle Zeiten! Wenn wir nicht gemeinsam kämpfen, werden sie uns verzehren! Nee. Ich brauche eure Hilfe nicht. Dein kaputtes Lichtschwert sagt etwas anderes. Du hast da drin was gesehen, oder nicht? Etwas Furchtbares. Es gibt viele solche Orte hier auf Datomir. Komm in meine Familie. Na. Dann lehre ich dich das alles, diese Kraft zu beherrschen. Vergiss es. Komm in meine Familie. Dann lehre ich dich, das alles zu beherrschen. Vertraute Worte, Malikos. Schwester Maren, du solltest lieber nicht so weit gehen. Seit Jahren, sagt ihr, die Jedi hätten das Massaker an meinen Schwestern begangen. Jetzt steht einer vor uns. Und ihr wollt ihn in eure Familie aufnehmen. Damit wirst du leben müssen. Doch es fehlt dir an Stärke, kleine Hexe. Stärke. Ihr seid verrückt, Malikos. Datomir hat euch verwirrt. Und durch meine falsche Loyalität konntet ihr die Brüder der Nacht vom Weg abbringen. Anders als die Jedi legen Schwestern der Nacht von Datomir die ihren nicht rein. Unser Band währt ewig. Deine Schwestern sind tot! Ja. All ihre Gräber umgeben euch. Zeit zu gehen. Die Leichensäcke? Oli, 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 närrische Göre! Über diese Kräfte hast du keine Kontrolle mehr! Ihr beide sollt wissen, bekämpft ihr eine Schwester der Nacht von Datomir. Bekämpft ihr uns alle! Aber ich hab sie doch nur bekämpft, weil sie mich angegriffen haben. Lauf! Ich laufe! Tschüss! Erreiche die Mantis. Ey! Weg! Ich wollte die doch gar nicht angreifen. Du hast sie auf mich gehetzt. Oh, daneben. Durch. Nee, dann lauf ich doch. Oh, so ein crazy Verrückter. Tschüss. Weg hier. Hier, Priest soll die Mantis stark klar machen. Was ist los? Weg. Hier hat eine Hundhotel weg. Sie verfolgt mich. Ja. Oh, oh, und du das tun sie. Hier? Captain, stark klar machen. Tschüss. Haha. Ist doch easy.